das Niveau meiner Rede an das Niveau von Herrn Dobrindt anpassen kann. Das ist mir leider nicht möglich, weil Herr Seehofer und Herr Dobrindt offenbar auf alleruntersten Stammtischniveau punkten wollen und mal wieder die Ausländerkarte ziehen, und dieses Mal beim Thema Pkw-Maut. Das ist wirklich unglaublich. Angeblich nutzen unsere Nachbarn die Deutschen aus. Das ist nicht nur schäbig, es ist auch falsch. Auch wenn es in den Ferien manchmal anders aussieht, tatsächlich, darauf wurde schon hingewiesen, machen ausländische Autos auf deutschen Autobahnen im Jahr ungefähr 5% des gesamten Pkw-Verkehrs aus. Und sie tanken in Deutschland. Und weil sie das machen, sind die Einnahmen aus der Mineralölsteuer aus diesen ausländischen Pkws ungefähr doppelt so hoch wie die Infrastrukturkosten, die durch diese Autofahrerinnen und Autofahrer verursacht werden. Das sind Zahlen vom ADAC. Das kennen Sie natürlich auch, aber Sie wollen hier eine ausländerfeindliche Nummer abziehen, und das ist wirklich eine Sauerei. Bei den Lkw, das haben wir gerade schon gehört, sieht es natürlich völlig anders aus. Und ich finde es ausgesprochen spannend, dass Sie das Thema nicht ansprechen. Tatsächlich kommen 30% der Lkw, die auf unseren Autobahnen fahren, aus dem Ausland. Darunter sind ganz viele, die aus Tochterfirmen deutscher Konzerne kommen und die sehr selten bei uns tanken. Und es ist Fakt, dass ein 40-Tonner-Lkw die Straße so stark belastet wie 160.000 Pkw. Warum gehen Sie da nicht dran? Da müssen wir noch mal drauf zurückkommen, das werde ich auch gleich machen. Herr Ramsauer will ja die Pkw-Maut für alle, damit es endlich mehr Geld für Straßenbau gibt. Und ich finde es echt schade, Herr Pronold, dass Sie das auch klasse finden, dass man mehr Geld für Straßenbau bekommt. Aber auch, was Herr Ramsauer macht, ist schäbig und falsch. Erstens, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer über Kfz, Mineralölsteuer und anteilige Mehrwertkosten jeden Euro, den inländische Pkw an Wegekosten verursachen, bereits mehrfach bezahlt haben, vierfach, nämlich konkret. Zweitens, weil das Erheben der Pkw-Maut entweder über eine Vignette laufen würde, dann wäre es ungerecht, ökologisch unsinnig und unsozial, weil diejenigen, die viel fahren, diejenigen, die wenig fahren, die, die große Autos fahren und die, die ganz kleine, sparsame fahren, alle in einen Topf geworfen werden. Sowas kann ja wirklich nicht in Ordnung sein. Oder, das ist die zweite Variante, 40 Millionen Pkw in Deutschland müssten mit Erfassungsgeräten ausgestattet werden. Das wäre natürlich ein Riesengeschäft für ein paar Elektronikhersteller, jawohl. Aber nicht nur wir, sondern auch die Menge der Datenschützerinnen und Datenschützer lehnt diesen neuen Überwachungsapparat ab. Und auch das kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Apropos Geschäft. Das ist nämlich der Kern, worum es Herrn Ramsauer eigentlich geht. Der will den Straßenbau privatisieren. Das sagt er ja auch, weil das Geld im Verkehrsetat nicht reicht. Das sagt er auch. Aber damit die großen Bauunternehmen sowas machen, so eine Autobahn bewirtschaften, muss natürlich ordentlicher Gewinn dabei herausspringen. Und der sprudelt am besten, wenn alle Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse gebeten werden. Das ist nämlich das Modell, das Sie eigentlich machen wollen, den großen Baukonzernen Geschäfte zuschustern und die Kleinen sollen es zahlen. Klares Nein von unserer Seite. Was wir wirklich brauchen, ist eine Lkw-Maut, die ausgeweitet wird und die Schluss macht mit der Begünstigung von Unternehmen, die Waren auf Teufel komm raus durch ganz Europa karren, auch wenn es überhaupt nicht nötig ist, weil zum Beispiel Milch oder auch Autoteile in der Region hergestellt werden und dort auch verbraucht werden können. Der Güterverkehr muss endlich die Kosten tragen, die diese enorme Zahl von Lastwagen verursacht. Die Kommission zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur, die die Bundesregierung selber eingesetzt hat, hat jetzt die Vorschläge gerechnet, die wir als Linke vor 2 Jahren schon als Antrag in den Bundestag eingebracht haben. Lkw-Maut auf alle Straßen ausdehnen und bereits für Lastwagen ab 3,5 Tonnen erheben. Wenn man das macht, dann kommen jedes Jahr 4,4 Milliarden Euro zusätzlich in die öffentlichen Kassen. Und mit dem Geld können die Kommunen, die Länder, der Bund die Brücken und Straßen reparieren, die das dringend nötig haben. Und noch wichtiger, mit dem Geld kann man den Einstieg in die Verkehrswende finanzieren.
Die ist nämlich nötig. Mehr Bahn, mehr Bus, grünere Städte und weniger Verkehr. Wir sind nicht der Meinung, dass mehr Beton die Lebensqualität der Menschen hierzulande verbessert. Für mehr Gerechtigkeit und auch für mehr Umweltgerechtigkeit müssen solche Verkehrsverhältnisse geschaffen werden, die es möglichst vielen leicht machen, aufs eigene Auto zu verzichten. Dazu braucht es umweltverträgliche und preisgünstige Alternativen. Die Abzocke von Autofahrern, ob sie in Deutschland wohnen oder nicht, ist jedenfalls der falsche Weg. Und die Pkw-Maut-Debatte, die ist nichts anderes als ein böser Spuk, mit dem die Wählerinnen und Wähler hoffentlich im September Schluss machen. Nächster Redner in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion.